1,7 Millionen Grillen leben pro Jahr im Durchschnitt auf meiner Karte. Jetzt überlege mal, Ernst, wenn du da in der Nacht das Fenster aufmachst, ja, was meinst denn du, wie laut das ist? Billy, unser Hotel ist am Strand, da gibt's keine Griller. Hä? Neu aber, Schnorger. Die zirpert aber nicht. Neu aber, wir suchen. Dann machen wir das Fenster zu. Dann wird's zu heiß. Dann machen wir den Ventilator an. Der ist zu laut. Mein Gott, Billy! Hörst du was, Ernst? Ohne Ohrenstöpsel geht nichts. Ernst? Bei mir fängt der Urlaub erst nach dem Auspacken an. Das ist wichtig. Auspacken? Ja, auspacken. Willi, du hast nicht bloß auspackt. Du hast deine Unterhose nach Farbe sortiert. Und dann, Willi, hast du mit deiner mitgeschleppten Blaulichtlampe die Matratze auf bestimmte Flecken untersucht. Jetzt sag ich dir mal was. Auf einem Quadratzentimeter Klobrill, mein lieber Freund, da können sich bis zu 6000 Bakterien aufhalten. Ja, da sage ich nur, der Tod scheißt mit. Das ist eine Strandbar. Da trinkt man Cocktails. Ja, das bäbige Zeug. Und neue Antwort. Wenn jetzt Billy erweut, dann kannst du im Ochsen daheim trinken. Komm, such doch aus. Sex on the Beach? Nutti Colada? Salmonellen-Surprise? Zombie-Kotze-Katzenpisse? Büffelsperma? Neuer Stadtring, lieber Beutzer. Also, Willi, ich glaube, mein Inge vernachlässigt mich in letzter Zeit total. Echt? Wieso? Jetzt guck dir doch mal die Zehennägel an. Ja, nein, Mensch. Ja, pfui Teufel, Mensch. Die standet jetzt seit einer Stunde ohne Unterbrechung in diesem Wasser drinnen. Und jeder von denen hat sich schon 3 Walzer von der Bedienung bringen lassen. Hast du schon mal 3 Walzer hintereinander in einem 38 Grad warmer Wasser gesoffen, ohne einmal zum Seuchen? Was hältst du eigentlich von denen Striegtanker? Was? Ja, da, die Frauenbadhose, die Bindfäder mit dem Löffel vorhaben. Meinst du so ein Stringtanga? Ja. Nee, das war kein Stringtanga. Genau. Das war ein Säul mit einem Gschottu vorne dran. Badehosentyp? Ja, Badehosentyp. Aha. Mhm. Ja, was gibt's noch so für Badehosentypen? Na, da gibt es den Zeuger und den Verstecker. Jetzt mal ganz ehrlich, Ernst. Also, du siehst doch in der Badhose aus wie ein 50 Liter Fässle mit einem Zapfen. Riech einmal, Ernst. Sag mal, hast du einen Fahrer lassen? Mensch, in 5 Millionen Jahren, mein lieber Freund Ernst, ist bloß noch ein Hier. Also Willi, du setzt morgen am Strand der Kapp auf. Von denen hat er keine Ahnung von gutem Essen. Oh, für die ist doch ein 7-Gänge-Menü ein Leberkäsefänger mit einem 6er-Pack Bier. Wer von uns hat denn 2 Jahre hintereinander die Kunst-AG an unserem Gymnasium besucht? Das war ja wohl ich, Ernst. Weil der Hunger blieber bin. Du, wenn dieser Stein schwätzen könnte, ja was täte der uns wohl erzählen? Vielleicht, dass eine Daubergschiss auf hat. So eine handgeschriebene Postkarte verbreitet ein Flair. Was tut die? Ein Flair verbreitet. Die umgibt eine Aura. Wir sind doch früher noch raus auf Gas. Wir haben doch miteinander gespielt. Indianeres haben wir gespielt. Reiber haben wir gespielt. Cowboy haben wir gespielt. Doktorless haben wir auch gespielt.
zum Spielen so ein depperter Playstation braucht? Also mal ganz ehrlich, was haben denn wir früher zum Spielen groß gebraucht, hä? Ein Prügel und eine kleine Schwester. Ja. Willi, wir sind am Flughafen. Ich nicht. Jetzt mach halt mal auf, und unser Kämpfer. Guck doch mal da. Guck mal am Ballermann statt auf Flugzeug. Tja, du sag mir ernst, das sieht ja aus, als ob wir am Flughafen wären. Willi, das ist doch meine Rede. Rede?